Ja, wir sind hier gerade auf eine witzige Idee gekommen. Ich darf jetzt nämlich, oder ich soll, ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen soll drüber, aber ich soll jetzt hier das EWC-Motorrad testen für euch. Das war jetzt total abgefahren, ohne Scheiß. Superbike für einen Hobbyfahrer macht recht wenig Sinn und wenig Freude, ja? Weil man muss es auch dementsprechend prügeln, das Motorrad. Ja? Das heißt, das Motorrad, das kann man nicht fahren und rollen. Das ist furchtbar, das geht nicht. Ja, ich finde sowieso, Frauen gehören mehr in den Motorsport, deswegen gehe ich hier mit großen Schritten voran. Ja, ist noch nicht so, wie erhofft. Ja, herzlich willkommen hier aus Brünn. Wir sind hier an einem Spezialevent von der Firma Yard. Yard hat die Rennstrecke gemietet und hat hier lediglich nur 30 Fahrer eingebucht. Somit, wir haben die Strecke fast für uns alleine. Da draußen findet man keinen. Jetzt ist noch kein Betrieb, es ist noch morgen um 8.30 Uhr. Hier im Hintergrund steht ein extrem exklusives Motorrad. Und genau um das geht es heute so ein bisschen. Also bleibt so am besten dran und kommt so mit. So, wir sind jetzt schon ein paar Runden gefahren hier. Hier mit dem EWC-Nachbau. Ist echt interessant, wie geil dass das Motorrad lenkt. Das siehst du schon richtig. Ich meine, schaut euch mal die Gabel an. Und schaut euch mal die Schwinge an. Ich meine, das ist halt... Würde ich auch mal gerne fahren damit. Allerdings, ich habe keine Versicherung, die das bezahlt, wenn da irgendwas ist. Ich meine, muss ja nicht mal an mir liegen. Kann ja sonst irgendwas passieren, ne? Also, ja, wäre schon schön, aber naja, lieber nicht. Jetzt sind die gerade die Schnellen draußen. Nicolo, Marvin, CR-Team ist hier. Die machen verschiedene Tests, machen auch Boxenstopp-Tests natürlich dementsprechend. Ein Superbike für einen Hobbyfahrer macht recht wenig Sinn und wenig Freude, ja? Weil man muss es auch dementsprechend prügeln, das Motorrad. Ja? Das heißt, das Motorrad, das kann man nicht fahren und rollen. Das ist furchtbar, das geht nicht. Das heißt, man muss damit reinfahren und dann kann man das Potenzial ausnutzen. Again in the rig. Huh? We put now two new ones on the rig. Because from this we have all in all five styles. This has more stability. Like first lap, need to be careful, but then it's so stable. Naja, die machen jetzt hier gerade Besprechungen mit dem Öllinstechniker und mit dem Reifentechniker und so weiter, mit dem Data-Ingenieur und gehen verschiedene Settings durch und ja, und finden natürlich das beste Setting heraus, hoffentlich. Sie waren schon sehr schnell, Rundenzeiten sind abartig, ich weiß aber nicht, ob ich sie sagen darf, weil es natürlich naja, ist so ein Thema. Aber pervers schnell, also Superbike-WM-Niveau. Ne? Viele denken, wenn sie dann auf das Bike umsteigen, sind sie 5 Sekunden schneller. Ist aber nicht ganz so, weil du musst ganz anders fahren, macht es auch wieder anstrengender auf die ein oder andere Art. Horst, wie geht's dir? Grüß dich erst einmal. Hallo. Servus. Hallo, wie geht's dir? Ja, gut. Gut, super. Freut mich, dass wir dich wieder am Motorrad sehen. Ja. Wie fühlt es sich an nach langer Zeit? Schwierig, schwierig. Ja, ist noch nicht so, wie erhofft. Das ist natürlich toll, dass wir einen Horst hier wieder auf der Rennstrecke sehen nach seinem starken Unfall am Red Bull Ring letztes Jahr im Mai. Und jetzt natürlich eingeschränkt, natürlich hat er sich mehr erhofft, vielleicht auch von den Rundenzeiten. Aber ich glaube, sie waren nicht ganz so schlecht und auf das hin, was passiert ist, kann er eigentlich ganz froh sein. Hallo!
kann eigentlich ganz froh sein, dass er wieder Motorrad fahren kann und wir freuen uns, dass er wieder hier ist. Von dem her wünschen wir ihm alles Gute von nebenbei. So, jetzt machen wir mal Mittagspause. So, ich habe jetzt hier bei mir die Gründerin und Founderin quasi von dem Energy Drink High Energy. Wir sitzen hier in Brünn zusammen und jetzt wollen wir mal, dass ihr vielleicht hinter High Energy so ein bisschen ein Gesicht bekommt und deswegen haben wir die Saskia eingeladen, beziehungsweise sie haben mich eingeladen, hier nach Brünn zu kommen für das Yard-Event. Und ja, Saskia, jetzt erzähl einmal, wie bist denn du eigentlich zu der Passion Motorsport gekommen? Das ist ja total untypisch, das passt ja gar nicht so zusammen. Erzähl doch mal. Ja, ich finde sowieso, Frauen gehören mehr in den Motorsport. Deswegen gehe ich hier mit großen Schritten voran. Ja, bei mir kam das tatsächlich auch durch meinen Papa natürlich. Er hat zwei Töchter und er war leidenschaftlicher Motorradfahrer und eine musste halt mit oder durfte mit. Das heißt, ich bin dann in jungen Jahren als Kind, Jugendliche dann immer hinten drauf gewesen und wir sind durch die Gegend gefahren. Haben ja am Sonntag die Ausfahrten gemacht bei schönem Wetter und dann war eigentlich immer mein Ziel mit 18 auch direkt den Motorradführerschein zu machen, um das weiterzuführen, aber naja, mit 18 lagen meine Prioritäten ein bisschen woanders und mit Mitte 20 kam das dann wieder, da habe ich meinen Mann kennengelernt und der war halt schon auch seit 18 auch auf der Rennstrecke unterwegs und dann hat er mich mal mitgenommen und dann kam die Leidenschaft zurück und dann kam die Lust zurück, Führerschein gemacht und dann ging es auch für mich wieder los und dann auf der Rennstrecke auch. Ja, wir sind hier gerade auf eine witzige Idee gekommen. Ich darf jetzt nämlich, oder ich soll, ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen soll drüber, aber ich soll jetzt hier das EWC-Motorrad testen für euch und damit fahren, eine Onboard-Video-Sequenz machen und aber nicht am Limit fahren. Das war die Voraussetzung. Das hätte ich sowieso nicht gemacht, aber es hat mich jetzt so ein bisschen aufgeregt gemacht, weil das war ja eigentlich überhaupt nicht geplant. Von dem her fixiere ich jetzt mal die Kamera, 7 Liter Sprit rein und ja, dann fahren wir mit dem Motorrad. Das war jetzt total abgefahren, ohne Scheiß. Das war total. Ich habe Kai gerade damit überholt. Jetzt müssen wir mal Kai fragen, wie das ausgesehen hat mit der EWC, ne? Kai. Ja. Wie hat das ausgesehen? Ich habe dich überholt. Ich habe mal gedacht, du fahrst mit mir. Nee, ist nicht zu halten, die Geschwindigkeit. Und was absolut faszinierend ist, ist, wenn sie rausbeschleunigt, dann fängt sie über das hin ein bisschen an zu wackeln, also wie in der MotoGP und weg ist er. Ja. Keine Chance. Ja. Aber absolut wie eine Straßenbahn. Von dem Motorrad zu einem Stock-Motorrad macht sicher das Fahrwerk, das einfach für extremere Belastungen ausgelegt ist. Das heißt für härtere Bremsmanöver, das bleibt bremsstabiler, beim sehr harten Fahren, bei harten Bremsmanövern, vor allem wenn das Motorrad heiß wird, nach längeren Distanzen, ab Runde 7, 8, 9, 10, 12, ist es wichtig, dass das Fahrwerk stabil bleibt und um das Optimale vom Reifen rauszuholen. Das ist eigentlich das Bike, mit dem wo wir in Estoril 12 Stunden gewonnen haben. Der größte Unterschied ist eigentlich mit der Schwinge auch das Turning vom Bike. Und gerade auch von der Beschleunigung hast du viel weniger Willi-Neigung mit der längeren Schwinge und mit der anderen Umlenkung. Und klar, dann mit der anderen Bremsanlage und mit der anderen Gabel ist vorne viel steifer. Du hast viel mehr Stabilität beim Bremsen. Ja, das Bike hat dann auch Windelektronik, so wie wir gefahren haben und so wie jeder auch kaufen kann. Und zeigt natürlich auch, wie gut die Windelektronik ist, dass wenn wir damit die 12 Stunden gewinnen gegenüber den ganz anderen Werksteams.
So, der Profi bestätigt so ein bisschen das, was ich schon vermutet habe. Ne? Also, dass man mit dem Motorrad nicht unbedingt gleich von Anfang an schneller ist, wenn man jetzt vom Stock- oder Seriennamen beikommt, sondern muss damit schon arbeiten und sich damit arrangieren und auch das Potenzial von dem Motorrad erstmal ausnutzen, was nicht ganz so einfach ist, denke ich, und nicht innerhalb von einem halben oder einem ganzen Tag zu schaffen ist. Aber wenn man das Potenzial dann richtig nutzen kann, dann ist es natürlich auch dementsprechend schneller und die Differenz sind dann schon so 2 Sekunden, was dieses Bike mit diesem Chassis letztendlich gegenüber dem Standardmotorrad oder dem Kit, der Kit R1 zum Beispiel, schaffen kann. Aber im Großen und Ganzen muss man echt sagen, es ist ein komplett anderes Motorrad, hat mit dem Kit und mit dem Serienmotorrad vom Feeling her wenig zu tun, fühlt sich ganz anders an. Es ist viel mehr Motorsport-like, viel aggressiver, ist echt. Und auch, ja, schon einfach zu fahren, aber fordert einen schon richtig, muss ich echt sagen. So, wir sind hier im dritten und letzten Tag. Eigentlich soll es regnen, wir haben aber immer noch schönes Wetter, von dem her gehen wir jetzt wieder raus auf die Strecke und haben ein bisschen Spaß. Schauen wir mal so ein bisschen rein hier in den High-Energy-Truck. Wir haben das richtig schön ausgebaut hier mit 2 Ebenen, unten drin Werkzeuge und Equipment, oben kommen die Bikes hin und es geht unter anderem hier über die Treppe rauf aufs Dach, wo man sich schön mit dem Campingstuhl hinsetzen kann. Hier haben wir Reifen, Montiergerät natürlich am Start, alles da, schön beleuchtet alles, natürlich alles hier schön mit den 3 EWC-Fahrern, Kanepper, Marvin Fritz und Karel. Ja, und hier geht es mehr in die Lounge hinein. Das ist jetzt hier gerade der Fotograf und bearbeitet seine Bilder. Ich zeige es euch mal kurz eben, wie das hier drin aussieht. Richtig edel. Extrem gemütlich, kann mal Besprechungen machen, kann mal auch Theorieseminare machen zwischen den normalen Trainingsstints mit Schülern etc. Kann sich hier am großen Monitor natürlich auch die Onboards anschauen und ich denke, hier haben bestimmt 7-8 Leute rund um den Tisch Platz mit Klimaanlage, mit Sound. Mehr oder weniger richtig coole Beleuchtung, Fenster zum Auf- und Zumachen, richtig, richtig edel, hier lässt sich's aushalten. Und hier kann man auf der Rennstrecke so ein bisschen so ein Heimatfeeling wieder zurückgewinnen. Jetzt ist es so, ihr habt jetzt den High Energy Drink quasi ins Leben gerufen, einfach so aus Spaß, auch so ein bisschen. Natürlich ist auch ein geschäftlicher Hintergrund dabei. Und wo kann man den jetzt eigentlich so kaufen? Kann man den im Geschäft, im Laden, im Internet, wo kriegt man den? Ja, wir hatten natürlich das Glück, in Anführungsstrichen, unsere erste Lieferung der Dosen kam April 2020 mit dem Lockdown eigentlich in Deutschland. Wir konnten uns dann regional bei uns im Norden schon ganz gut platzieren in einem Edekas, aber natürlich lag der Fokus bei allen gerade woanders. Und dann haben wir jetzt einen großen Online-Shop, auch versandkostenfrei, dass man erstmal sagt, okay, jeder kann es kriegen, wenn das haben will. Und versuchen uns jetzt ein bisschen vorzutasten in Deutschland. Haben jetzt in Oldenburg noch eine große Kioskkette, die den vertreibt. Und ja, so geht es Step for Step forward. Naja, da müssen wir auf jeden Fall alles machen, dass der Drink bekannt wird, dass der in die Läden kommt, dass der bei euch verteilt wird, weil, na, ihr seht ja, es wird der Motorsport unterstützt. Das ist für uns alle wichtig, das ist für die Industrie wichtig, das ist für die Nachwuchsfahrer wichtig, dass im deutschen Bereich mal was nachkommt, auch in die MotoGP, nicht nur die Spanier oder die Italiener. Also ganz fleißig unten im Link auf High Energy klicken, mal gern probieren. Bei uns aufs Event kommen, da stehen die Dosen natürlich auch rum zum Testen, zum Probieren, zum einfach mal reinschmecken.
wieder draußen gewesen. Jetzt hat es mich fast gewaltig aus dem Sattel gehauen. Ich habe in Almeria den Highsider gehabt. Das habe ich eigentlich schon überwunden, das Thema. Also ich habe keine Angst mehr. Ich ziehe schon wieder ordentlich. Und heute, gestern war der Grip eigentlich ganz okay. Jetzt bin ich ein bisschen schneller geworden und jetzt ist der Grip. Jetzt ist der Grip wieder ein bisschen so lala und ja, ich habe eigentlich einen neuen Reifen drauf gehabt, aber ich bin trotzdem richtig böse aus dem Sattel gekommen worden. Ja! Und ihr habt jetzt da eine richtige Truppe ja mittlerweile. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Freunden, Geschäftspartnern, wie das halt so ist. Ne? Man lernt sich kennen. Man lernt sich kennen, genau. Und habt natürlich eine tolle Zeit und lebst das auch so ein bisschen. Ne? Und jetzt ist da die Frage, wie seid ihr jetzt eigentlich zu dem in dem Profimotorsport? Weil wir sind ja hier bei Yard und ihr als High Energy unterstützt den eben auch Yard und Nicolo Canepa und Marvin Fritz. Und wie seid ihr da reingeschlüpft? Wie kam denn das ungefähr? Ja, wie es im Motorsport so kommt, wir waren auf einem wunderschönen Event in Spanien und zufälligerweise hat Yard da getestet. Da waren alle drei Fahrer dabei, Marvin, Nicolo, Karel. Und Marvin kannten wir schon von dem Jahr davor. Da hat er mit Top Superbike da seine Instruktion gemacht. Und ja, so lernt man sich halt kennen. Ne? Und dann hat man so gesprochen. Wir hatten dann die Idee, wir wollen mal den deutschen Motorsport so ein bisschen unterstützen. Und dann hatten wir die Idee mit dem Energy Drink. Wir wollen einen Energy Drink haben, der uns schmeckt, der irgendwie auch cool aussieht. Also wir haben ganz lange an dem Logo auch gefeilt. Und dann kam halt so der Kontakt mit Marvin Fritz gerade recht, dass man sagt, okay, es ist eigentlich ein super deutscher Motorradfahrer und da können wir eigentlich mal mit anfangen, dass wir denen mal so ein bisschen helfen, da auch weiterzukommen. So, das war natürlich mega interessant, jetzt mal hier so einen Einblick zu bekommen in die Endurance World Championship, direkt an einem offiziellen Test von Yard mit dabei zu sein, mit so einem Motorrad fahren zu können, das ganze Feeling rund um den Dom. Ihr könnt mit dabei sein, schaut mal bei Yard vorbei oder ruft mal auch gerne an, es wird in Zukunft mehr solche Termine geben, wo ihr direkt als Hobbyfahrer mit bei so einem Event sein könnt und dort im Endeffekt euch an die schnellen Jungs mal ranhängen könnt und mal schauen könnt, wie ihr euch so schlägt. Das ist irrsinnig interessant, die passen auch gut auf, die überholen euch so, dass es passt. Ich bedanke mich ganz groß bei euch allen als Zuschauer, bei High Energy und natürlich auch bei Yard, die all hier das ermöglicht haben und mich dementsprechend unterstützen und euch so einen Einblick hier ins Wohnzimmer liefern. Also gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.